Servus, Gabriel, das ist Dave. Und das ist Ariel. Und zusammen sind wir Legendary Films. Willkommen zu einer neuen Folge von Schauspiel ohne Script. Das sieht viel eher aus nach Power Rangers. Jackie, also ja, genau. Oder Jackie Chan. Oder Jackie Chan. Entschuldigung. Leute, falls ihr noch nicht wusstet, wie dieses Format funktioniert, es ist ganz einfach. Wir haben hier ein Greenscreen-Studio, wir haben hier einen Hut voll mit Zetteln. Auf diesen Zetteln stehen verschiedene Szenarien drauf. Wir werden Zettel rausziehen, sie lesen und anschließend versuchen, diese Szenarien zu spielen. Das ist nicht... also... Michael Jackson verrenkt sich beim Tanzen und versucht es sich nicht anmerken zu lassen. Yo, Michael, was geht? Bist du schon warm für deine heutige Tanzsession? Mhm. Antwort genug? Das war mehr als genug, Michael. Okay, ja, ich bin ja dein Tanzchoreograf, wie wir beide wissen. Wie wär's, wenn wir einfach mit was Einfachem beginnen? Vielleicht einen einfachen Kick nach vorne? Perfekt, perfekt, perfekt. Sehr gut, sehr gut. Einen einfachen nach vorne, Lena. Und 2, 3, 4 und... Ja, und wieder hoch. Michael? Michael? Jeff? Ja? Kannst du kurz weggucken? Ich das ist doch Jeff, was magst du? Ich finde Twizzlers, das sind ganz lecker. Twizzlers, ganz wieder. Twizzlers? Das ist er, das ist Michael, das ist Michael Jackson. Das ist, kannst du nochmal machen, während ich hingucke? Einmal, weil ich bin der Choreograf, ich würde das gern einmal checken, wie du das machst. Ja, ja, ja. Ho! Genau, und jetzt einfach wieder hoch. Ho! Steckst du fest? Nein? Du willst da sein? Mhm. Warum? Ich mag es hier, Jeff. Du magst es genau da? Mhm. Warum magst du es da unten? Es ist wärmer. Es ist wärmer? Es ist wärmer. Wärmer als oben. Ein Bankräuber, der versucht einfach nur mit seiner Argumentationsgabe eine Bank auszurauben. Er hat auch keine Maske auf, sondern behauptet, es handele sich um eine metaphorische Maske. Okay, alle einmal aufgepasst, es handelt sich hier um einen Banküberfall, okay? Also, alle bitte runter auf den Boden, Kohle in die Tasche. Kohle in die Tasche. Moment mal. Sie haben gar keine Waffe. Ist das von Bedeutung? Ich meine, jetzt sind sie nicht mehr ganz so bedrohlich. Jetzt kann ich theoretisch einfach sagen, nee. Okay, Sie denken, dass Sie einfach so Nein sagen können. Das hab ich aber getan. Was, wenn ich Ihnen sage, dass Sie nicht einfach Nein sagen können? Kann ich nicht? Nee. Doch, kann ich. Ich hab's ja gerade getan. Sehen Sie mal, wenn Sie jetzt Nein sagen würden, was Sie nicht könnten... Hab ich getan. Oder vielleicht auch könnten, aber nicht sollten. Ich sollte nicht Nein sagen? Sie sollten nicht Nein sagen. Warum? Sie wissen doch gar nicht, aus welcher Situation ich komme. Welche Lage? Ist vielleicht irgendeines meiner Familienmitglieder krank? Brauche ich das Geld für mein Studium? Will ich die neueste PlayStation, weil meine Freunde die alle haben und ich nicht? Und damit wirklich wie eine Lusche. Sie kennen meinen Hintergrund gar nicht, okay? Also bevor Sie über mich urteilen, sollten Sie vielleicht nochmal darüber nachdenken, ob Sie Nein sagen oder nicht. Was ist denn Ihr Hintergrund? Ist denn einer Ihrer Familienmitglieder krank? Meine Mom hat die Grippe. Bitte? Ihre Mom hat was? Grippe. Okay. Ist eine Krankheit, ja, ja. Aber es ist halt auch nicht wirklich eine besonders schwerwiegende Krankheit. Meine Mom ist schwer. Und hat die Grippe. Also, okay. Ich verstehe Ihre Verwirrung, okay? Alle auf dem Boden, okay? Nicht alle auf dem Boden. Er hat keine Waffe. Das ist ein Verrückter hier, der einfach nur irgendwas haben will. Gehen Sie nach Hause. Sagen Sie Ihrer viel zu schweren Mom, dass Sie eine Enttäuschung sind. Wollen Sie mir das wirklich antun? Wollen Sie mir das antun, obwohl meine Mom mit einer Grippe zu Hause liegt? Sie kann doch nichts dafür, dass der Joghurt mit Henkel so gut schmeckt. Ist es Ihre Schuld oder sind das die Industrien? Die Industrien, ja. Gut, wie viel wollen Sie denn? Sie haben sich nicht überlegt, wie viel Sie haben wollen? Huh? Sie wissen nicht mal, wie viel Geld Sie brauchen? $200? $300. $300. Habt ihr hier auch mehr? Nein. Nein, wir haben nicht mehr. Dann $300 bitte, ja. Wissen Sie, ich kann Sie auch einfach anzeigen. Sie haben nicht mal eine Maske auf. Ich habe eine Maske auf. Nein, haben Sie nicht. In dieser Gesellschaft hat jeder eine Maske auf. Tony Stark kann nicht aus seinem Iron Man Anzug, weil er drunter nichts anhat. Klingt doch nach Spaß. Achso.
Scheiße. Iron Man! Na, endlich bist du da! Ich bin's, Iron Man. Ey, es freut mich echt, dass du kommen konntest. Wir haben eine Menge Kids, die da unten auf sie warten und sich freuen, den einzig wahren Iron Man zu sehen. Das einzige Ding ist, die sind allergisch gegen Metall. Deswegen wäre es echt super, wenn sie vielleicht kurz aus ihrem Anzug rauskommen könnten. Die Kids warten schon sehnsüchtig auf sie und ich glaube, sie können ihnen echt eine Freude machen. Okay, dann komme ich einfach nächste Woche wieder und Warte, Iron Man, das Problem ist, das sind kranke Kids. Ich weiß nicht, ob die eine Woche zu leben haben. Weil die Presse ist auch da. Ja, jeder freut sich auf Tony Stark. Jeder freut sich auf Iron Man! Na, also ja, Iron Man, sie, aber wegen den Kids wäre es super, wenn sie da kurz... Tony Stark? Wen interessiert Tony Stark? Sie gehören zu den Avengers. Aber seien wir doch mal ehrlich, gehört Tony Stark zu den Avengers? Oder ist es viel eher Iron Man? Rein theoretisch hat Rhodey auch den Anzug an und er ist nicht Iron Man. Sie sind Iron Man, weil sie Tony Stark sind. Sie müssen aus dem Anzug rauskommen. Reicht's auch, wenn ich meinen Helm abnehme? Also, Metall immer noch. Ich könnte meine Schuhe anbieten. Ich habe irgendwie das Gefühl, Sie wollen Ihren Anzug nicht ausziehen. Okay, dann nehmen wir doch einfach... Haben Sie eine Kamera da? Ich habe mein Handy theoretisch hier. Instagram-Livestream? Und das... Nein, ein Instagram-Livestream? Das strahlen Sie direkt in das Hauptquartier des Krankenhauses rein. Erstens, ich glaube, Sie wissen nicht, wie Krankenhäuser funktionieren. Und zweitens, sind Sie nackt unter Ihrem Anzug? Hm? Können Sie kurz aus Ihrem Anzug rauskommen? Was? Ganz kurz rauskommen aus dem Anzug? Ich verstehe Sie nicht ganz, Sie müssen... Können Sie kurz aus Ihrem Anzug rauskommen? Haben Sie gesagt, ich soll aus meinem Anzug rausmommen? Sagen wir mal, ich hätte das gesagt. Was würde das bedeuten? Leute, falls ihr noch mehr von unserem neuen Format sehen wollt, dann ist das gar nicht so schwierig, weil es gibt noch viel mehr davon auf YouTube. Zum Beispiel diese letzte Folge, da ist nämlich Folgendes passiert. Oh, du schläfst mit meiner Frau. Wer hat jetzt die besseren Tanzmoves, ha? Wer schläft jetzt mit wessens Frau? Wow. Was auch immer wir da gerade gesehen haben, es war echt... Es war krass vielleicht? Ja. Ansonsten würde ich jetzt sagen, abonniert diesen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. How to reason, peasen.